So, jetzt sind wir eigentlich auf unserem eigenen Schiff. Der Herr mit der Mondscheinharfe, der Mondschattenharfe, hat uns das Schiff mit dem, weiß ich nicht, mit dem Schattenwasser, weiß ich nicht, das Boot uns rausgeholt, weil das komisch ist. Wir schweben irgendwie, oder? Ja. Da ist noch nicht das richtige Wasser. Ich glaube eher weniger. Ach nee. Wir segeln westwärts, alles klar. Aber jetzt können wir eigentlich an jede Insel anhalten, wo wir möchten. Ah, seht ihr, da schweben wir so eigentlich runter, oder? Ja, wir sind mehr... Ah ja, wir waren in der Luft. Und jetzt gleiten wir mit dem Mondschattenwasser in Richtung richtiges Meer. Da ist es. Unser erstes Schiff. Ohne geile Zucht bekommen die. Das wollen ja lassen. Jetzt sind wir im Wasser drin. Ja, wenn du eine Lampe bist, etwas siehst, kannst du es erkunden, bla bla bla. Okay. Okay, dann ist. Fahren wir erstmal dahin. Ah. Könnte das der Pilgerkain sein? Oder der erste Kampf? Da habe ich damals am Mistgewalt, jetzt habe ich immer die Qual damit. Mich jetzt rumzwergern. Und die ersten stärkeren Monster wieder, würde ich sagen. Nachdem wir das alles hinter uns haben, gibt es wieder stärkere Monster. Wir müssen eindeutig uns schlafen legen. Ja, Schnellangriff. Ho Cheng ist nur noch mit 50 Leben. Ackerman. Jawoll. Wollte doch sagen. Kriegen das schon hin. Sicherlich. Apropos, sicherlich. Ich will auch noch zur Abtei. Ist mir gerade so eingefallen. Wir speichern erstmal. Ja. Natürlich. So, können wir hier oben speichern. Ja. Ey, 7638, das ist affengeil, so viel Geld zu haben. Okay. Natürlich fortfahren. Seine Kisten haben wir geöffnet. Jetzt gehen wir Haier machen und dann fliegen wir mal eben kurz zur Abtei, obwohl die auch schnell um Ecke ist. Hinten zur hohlen Rüstung hier übernachten. Damit wir das auch hinter uns haben. Schauen wir mal. Bin ich zu faul? Ja, oh, ich bin zu faul. Was sagt denn eigentlich hier der Kessel? Okay. Hat noch nicht Blinkploin gemacht. Na gut, wir sind meiste Zeit auch am Stehen geblieben und sowas. Marlena Abtei. Oder Marlena. Dann müssen wir nur durchgehen. Brauchen wir nicht mehr. Dahinter ist ja die hohle Rüstung irgendwo. Die wir besiegen sollen. Würde ich sagen, Marsch, Marsch zur Rüstung. Ah, aber vorher noch einen Kampf absolvieren. Ah. Okay, machen wir mal. Sollte nicht allzu ein Problem sein, sag ich ja. Sollte nicht also ein Problem sein. Aber es gibt noch Erfahrungspunkte dafür. Das ist schon mal schön. So, und hier hinter müsste jetzt die Rüstung sein. Da ist sie ja. Rüstung, ich komme! Ah, Rüstung! Oh, die schlägt aber immer noch gut zu. Dafür gibt es jetzt Schläge zurück.
etwas. Er hebt sich wieder. Ja, klar. Das erledigt. Machen wir mal im Zauber, oder? Dann ist sie wieder geheilt. Jetzt will ich überlegen, wo gab es denn den Schleim? Können wir das nachgucken? Beutel. Benutzen. Aufenthaltsort wurde einer Diebin gesehen. Okay, das ist im P-Cam. Und jetzt schauen wir mal, wo der kleine Furz hier sein soll. Nutzen. Des verfallenen Schlosses. Das könnte ja da hinten sein. Das könnte ja. Ja, könnte wohl möglich da sein. Machen wir jetzt erst das. Doch, wir machen erstmal das. Das heißt, wir werden nach Pick. Ja, wir gehen dahin. War auch, glaube ich, die nächstbesten Ausrüstung, oder? Gab es da eine Stadt noch danach? Welche Stadt gab es denn noch danach? Ne, das war eigentlich das, wo wir jetzt noch einkaufen könnten. Aber ich lasse das mal. Ich lasse es mal. Ah, fertig. Ah, diese da. Fellmütze. Fellmütze. Mal so. Mal so starten. Gegengift und Gegengift. So bestimmt wie bei Heilkräutern. Ja. Da wird irgendwas Größeres rauskommen. So, ein zurück. Und benutzen. Ausrüsten. Haben wir das nämlich schon mal hinter uns. Jetzt haben wir schon mal eine fettere Mütze für uns. So, in der Nähe von einer Diebin. Da sind wir eigentlich ganz gut hier auf dem Weg. Passiert natürlich nichts. Ja gut, die machen jetzt auch noch weniger Schaden hier, ne? Ist natürlich klar. Erledigt. Oh, Level 22, supi. 6 Talentpunkte, ja. Würde ich sagen, 5 hier ganz schnell drauf. Was ist denn da hinten? Ach, unser Schiff. Unser Schiff ist hier hinten. Okay, eine Vierertruppe, dann machen wir einfach so. Dann machen wir so. Machen wir. Oh, brutzeln können wir. Ah, oh, wir ärgern mal die ganze Truppe hier. Machen wir einfach mal richtig paar gute Attacken. Einer schon tauen? Ja. Anjo, Level 19. Oh, wir kommen so langsam, dass alle in 20er-Reich sind. Neue Chance. Achso, er kann wiederbleiben. Jawohl. Würde ich sagen, machen wir da 2 hin. Und die machen wir da so. Er ist ein Bogenschütze. Cerubimpfahl. Keine Ahnung. Na gut. Machen wir als nächstes so. Jetzt müssen wir mal gucken, was kleine Viech ist. Hier nicht. Vielleicht hinter. Ne? Aha. Klabautermann. Hua. Hopp. Kostet immer noch. Friss. Artig sein. Schluck den Na. Böser Mann. Ich kann an Bord von unserem Schiff gehen jetzt. Ist möglich. Warte mal, vielleicht hier. Nein, 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 ja.
ist ein Fuchs. Da ist was. Geronimo. Mal noch eine kleine Heilung. Reicht. La 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 la. Da 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 da. Oh, noch mehr neue Monster. Ich werd verrückt. Die werden jetzt natürlich jetzt schon etwas stärker sein, weil ich ja da mit dem Schiff hin kann. So auf eine Garnele hätte ich jetzt schon. Ja, Bock. Obwohl, das ging jetzt. Obwohl, macht nicht so viel Schaden. Kann natürlich an meiner Rüstung liegen. Hm? Ist jetzt die Frage. Er darf zweimal angreifen, weil er so flink ist, glaube ich. Bitteschön, dafür gibt's was auf die Fresse. Naja, ging jetzt, finde ich. La 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 la. Ah, genau. So. Dann machen wir das hier gleich. Dann machen wir das. Jetzt wird erstmal der. Ja. Das war's schon. Monstermunze. Ja. Den auch besiegt. Super, geil.